Die Militärausgaben waren in Europa im vergangenen Jahr mit 315 Milliarden Euro inflationsbereinigt, zum ersten Mal höher als 1989, als der Kalte Krieg endete. Das Stockholmer Friedensinstitut macht in seinem jüngsten Bericht den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als Treiber für den sprunghaften Anstieg der Militärausgaben verantwortlich. Großbritannien, Deutschland und Frankreich führen die Liste der europäischen Militärausgaben an. Weltweit geben die USA, China und Russland das meiste Geld für Waffen und Verteidigung aus. Auf sie entfallen 56% der weltweiten Militärausgaben. Deutschland steht weltweit an 7. Stelle. Die militärischen Hilfen für die Ukraine und Sorgen vor einer stärkeren Bedrohung durch Russland haben nach SIPRI-Angaben die Ausgabeentscheidungen vieler Staaten beeinflusst. Daneben treiben auch die Spannungen in Ostasien, der sich verschärfende Konflikt zwischen China und Taiwan, die Ausgaben in die Höhe.